Mahlzeit bei Natur und Garten. Ja, ich mache heute mal einen schnellen grünen Salat. Ja, am Wochenende habe ich ja das Video vom bunten Salat hochgeladen. Und ja, wenn ich arbeiten muss, ich nehme mir auch jeden Tag Salat mit zur Arbeit. Da mache ich natürlich die einfache Variante mit einfach mit Zitronensäure und Zucker, ein bisschen Wasser. Und wie ich das genau mache, das zeige ich euch jetzt mal, weil der Salat muss geerntet werden, bevor er schießt. Und ja, bevor wir den machen, müssen wir den natürlich holen. Und da geht es jetzt erstmal in den Garten. Ja, leer gehen wir natürlich nicht in den Garten runter. Wir haben hier absolute Trockenheit immer noch schon wieder oder wie auch immer. Der Pummelhund wartet schon, dass losgeht. Aber ja, ich mache jetzt hier erstmal noch die Kanister voll. Das sind 20 Liter Kanister, also 80 Liter kann ich mitnehmen. Und ja, dann geht's los. Ja, im Garten angekommen, der Hänger ist noch voll. Der Kopfsalat, der sieht mir am ehesten danach aus, dass er schießen will. Die anderen gehen so noch hier in den Erdbeeren und drüben im Kohl. Also, ja, der hier wird es werden. Und ja, dann gucken wir mal zum Schnittsalat. Ja, hier im Schnittsalat haben wir hier vorne schon ein bisschen was abgeerntet und wie man sieht hier, der wächst schon wieder nach. Ja, ich werde mir jetzt hier aus dem erstmal das Unkraut ein bisschen entfernen und dann hier ein bisschen was rausschneiden. Ja. Da sind wir beim nächsten Problem. Und zwar, wie ich das mache mit dem Kostencheck. Ja, ich will auf jeden Fall Ende des Monats im Gartenrundgang möchte ich das gerne schon mal so ein bisschen einbauen. Aber ich weiß nicht genau wie. Also Kopfsalat habe ich geguckt, ist momentan hier oben bei uns im Discounter im Angebot. Oder was heißt im Angebot? Die bieten das an. Es ist nicht im Angebot besonders günstig oder sowas. Die bieten das an. Und kosten sind zwei Stück in so einer Tüte drin, in so einer Plastiktüte. Kosten 1,60 Euro. Das heißt, so ein Kopfsalat kostet 80 Cent. Ja. Bei dem, was ich hier im Garten stehen habe, ist das schon eine ganze Menge, was ich da an Kosten einspare. Allerdings mit dem Schnittsalat, ja, die haben die nicht. Wie gesagt, die haben wirklich nur diesen Kopfsalat im Angebot. Und ich habe mir jetzt überlegt, da ich eh halbe-halbe mache, rechne ich für jeden Kopfsalat, versuche ich die gleiche Menge Schnittsalat zu nehmen und rechne dann halt einfach 1,60 für Schnittsalat und Kopfsalat zusammen. Ja, wie gesagt, denn zwei Kopfsalate, nur das eine eben Schnittsalat ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, und jetzt geht's erstmal ans Ernten. Ja, auch der Pummelhund fühlt sich wohl. Na, Dicke? So, ja, ich habe mir jetzt den
Kopfsalat rangeholt. Hier sind noch ein paar Blätter, die trocken sind. Ich schneide das jetzt großzügig den Strunk hier ab. Bleibt gleich alles auf dem Kompost hocken. Ich habe auch die Blätter, was ich da im Pflücksalat, eben, Schnittsalat eben rausgesucht habe, hier noch auf dem Kompost entsorgt. Ja. Und damit geht es dann jetzt gleich nach Hause. Bevor das aber soweit ist, werde ich hier noch gießen. Das werde ich aber nicht filmen. Gießen weiß jeder, wie es geht. Ja, weiter geht's dann zu Hause mit dem Salat. Ja, Home Sweet Home. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal den Schnittsalat, den Kopfsalat, Zucker, Zitronensäure, Essenz, Konzentrat, keine Ahnung, was das genau ist. Ja, der Hund muss jetzt trinken. Eine Schüssel zum Anrühren, eine Schüssel für den Salat und ja, Wasser, wie viel ich da brauche, weiß ich noch nicht. Das kann ich euch erst am Ende sagen, weil ich das immer so Pi mal Daumen mache. Ja, das geht jetzt ab. Auf jeden Fall erstmal den Kopfsalat aus der Salatschleuder raus. Ich schneide mir den Salat jetzt klein. Hier kommt dann der Strunk raus. Kommt alles in die Salatschleuder rein. Und in diesem Sieb werde ich das dann gleich waschen. Und wenn das gewaschen ist, kommt es hier in die große Schüssel rein. Ja, schneide das ja also wie gesagt einmal bis grob durch, dass sie so halbwegs mundgerecht sind, die Stücken. Und ihr seht auch schon, dass der Pflücksalat wesentlich mehr ist als der Kopfsalat. Also ich denke mal, dass die Rechnung so ungefähr funktionieren wird, dass ich den, die Menge auch an, als Kopfsalat rechnen kann für meinen Kostencheck. So, das werde ich jetzt erstmal waschen und dann mache ich den Kopfsalat fertig und ja, zum Dressing machen hole ich euch wieder dazu. So, ich habe jetzt hier schon meine Behälter stehen. Der Salat ist jetzt hier komplett einmal drin. Also Kopfsalat und der Schnittsalat gewaschen und trocken geschneidert. Ein paar große Blätter. Ich habe hier ein bisschen geschlampt, so wie es aussieht. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich mag das auch, wenn das ein bisschen größer ist. Ja, das Ganze werde ich mir jetzt hier in meine Portionsdosen abfüllen. Und das kann man ruhig ein bisschen reindrücken, weil der fällt nachher mit dem Dressing eh noch zusammen. Ich habe das, glaube ich, im letzten Video, ähnlich wie das im letzten Video war, mit dem Balsamico und so weiter. Das hängt, glaube ich, mit der Zitronensäure zusammen. So, erstes fertig. Ja, so wie es aussieht, werden das bloß zwei so eine Dinger. Also für morgen und für übermorgen. Ich habe Frühschicht. Fertig machen tue ich mir nur eine so eine Dose für morgen jetzt mit Dressing schon, das kann dann so schon durchziehen und morgen Abend mache ich mir dann nochmal so ein Dressing für die zweite Dose. Ja, werden nur zwei. So, nun zum Dressing. Das Dressing ist ganz simpel, allerdings nichts für Kalorienbewusste. Also das ist jetzt reiner Zucker. 1, 2, 3, 4 Esslöffel, wohlgemerkt. Das Ganze fülle ich jetzt noch mal ein bisschen mit Wasser auf. Ja, ich habe jetzt hier, muss mal gucken, das sind ein bisschen über 1 Liter. Ich mache mal genau auf 1 Liter. Ja, so ungefähr passt das. Das sind ungefähr 300 Milliliter Wasser.
wo ich diese Zucker-Zitronenmischung jetzt auflöse. Und da mache ich auch nicht viel Fehl und warte, bis das aufgelöst ist. Ich mag das, wenn ich oben die ersten Blätter abnehme und da noch ein bisschen Zuckerkristalle drauf sind. Wer das nicht mag, muss es natürlich ein bisschen länger auflösen lassen. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Schluck Wasser hinterher zum Spülen, damit auch der Rest raus ist. Und damit haben wir 250 Milliliter Wasser für das Ganze. Ja. So, damit ist auch mein Dressing und fertig und mein Salat für morgen für die Arbeit. Den anderen hier, den stelle ich mir jetzt in den Kühlschrank. Da kommt der Deckel bloß so lose oben drauf, damit das nicht stockt oder gammelt da drinnen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ja, ganz einfach, ganz schnell. Das ist wirklich die Fix-Variante für Salat. So wie ich sie mir dann manchmal zur Arbeit mache. Ja, wie gesagt, schneller geht's nicht. Natürlich nichts für Kalorienbewusste. Ja, wie macht ihr euren Salat? Wenn ihr da einfache, simple Rezepte habt, einfach mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr Lust habt. Ansonsten teilen, liken, abonnieren. Ich würde sagen, bis die Tage. Macht's gut.